Ja, der Bundespräsident ist schon einmal vorgeflogen nach China. Ich erwarte noch, bis es Restplätze gibt in der Holzklasse, dann fliege ich hinterher. Und wer vertritt den Bundespräsidenten, während wir weg sind? Natürlich der Älteste unter den Kollegen, das ist der Kollege Fassmann. Und das ist eine große Ehre und auch Verantwortung. Besitze ich doch nun alle Geheimcodes der Republik. So, öffnen wir die Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Das waren die Lottozahlen der kommenden Woche. 0815. Reaktivierungscode von Zwentendorf. 2412. Das war der TAN-Verfüger des Kontos der Republik. Jetzt haben wir geheime TAN, können wir österreichische Staatshaushalt abbuchen. Wie rautet TAN? 2412. Schreib auf, bevor ich vergesse. Und dann können wir alles abbuchen, Reihräumen. Dann wird aus Österreich Österarm. Und dann kann einmal da nichts passieren und auf die Haustiere unserer Regierungskollegen passt die Kollegin Gneißl auf. Na, kommst du her? Ja, kommst du her? Na, kommst, komm her da! Und das ist jetzt der Hund vom Bundespräsidenten. Na, das sind meine Leisten, mit denen komme ich auch schon nicht zusammen. Ja? Und ich bin die Außenministerin und nicht die Äußerministerin. Ja? Ich passe sicher nicht auf die Viecher von den anderen auf. Ich habe es jetzt nach Ungarn gebracht, da gibt es Tiersitter, das ist einwandfrei, denen wird nichts passieren. Und zum Abschluss brauchen wir noch eine Vertretung für mich. Wer wird das machen? Na gut, der Vizekanzler. Ich habe als Schnellsportler immer schon davon geträumt, dass ich Reichskanzler werde. Jetzt bin ich Österreichskanzler. Und ich verspreche, ich werde auf Österreich genauso aufpassen wie auf den Augapfel meiner ganz geliebten Katze. Aber ich vertraue ihm nicht zu 100% dem Vizekanzler. Deswegen habe ich einen Aufpasser gesucht. Und hier habe ich einen Österreicher gefunden, dem alle Bürgerinnen und Bürger wirklich zu 100% vertrauen. I'll do that. Aber bevor ich mich kümmern kann um den Strake, muss ich vorher noch einen medizinischen Eingriff über mich gehen lassen in Ungarn. Es ist ja so, er hat ein ganz ein junges Herz, ich hab schon ganz ein altes Herz. Ich krieg jetzt eingesetzt eine neue Herzklappe aus einem Schwein produziert, jo? Wish me luck. So, Dreckfeg weg. Ja, ich habe ja in Ungarn viele Beteiligungen an kleine Unternehmen, zum Beispiel diese Unternehmen für medizinisch-technische Industrie. Hier bauen wir gerade eine Herzklappe für einen Patient aus Österreich, eine Herzklappe aus einem Schwein. So, immer hygienisch, immer alles steril und Temperatur muss stimmen und ich bestimme, wann Patient aus Koma wieder erwacht. So, und andere Pfand in meiner Hand sind Tiere von österreichischer Regierung. Hier haben wir Bello van der Bellen und Katze Strache. Miau, miau, miau. Sascha, ich hab da gesagt, wir kommen in die verbotene Stadt nicht rein. Hast du nicht gesagt? Leider ist in China sehr viel verboten. Nicht nur diese Stadt. Das muss man denen einmal ins Stammbuch schreiben. Liebe Chinesen, wenn ihr so viel verbietet, wird es euch bald gehen wie den Grünen in Österreich. So. Ist auch das Internet hier verboten, aber dann kriegt man wenigstens keine unnötigen Nachrichten aus Österreich mit. Was soll zu Hause schon passieren? Ich freue mich auf meinen Bello, wenn ich wieder zu Hause bin. Unsere Kollegen von Maschek. Nein, eben nicht.